Madeleine hat den ganzen Tag Sponsor. Ich kann in Ruhe dabei bleiben. Aber ist scheiße. Ich hatte gehofft, einen Buchladen zu finden, der mich gebrauchen kann. Ja, tut mir leid. Was soll's? Ich kann es mir nicht leisten, bayerisch zu sein. Das war eine wunderbare Idee von mir. Mhm. Nein, von dir. Und jetzt? Erklär deinem Hengst doch einfach mal, wie so eine Samenentnahme abläuft. Ja, danach bespringt er freiwillig garantiert jede Spute. Es sputet sich auf die Stute. Das ist ja merkwürdig. Nee. Mein Problem ist, ich brauche einen Tipp, mich kurz zu fassen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Bitte. Wie kommen Sie darauf? Einige Hersteller, pharmazeutische, nee. Ich finde es nicht fair, dass Buck hier weiterhin mit der Wut auf seine Schwester rumläuft. Was? Er glaubt, einem Komplott der Minenbetreiber auf der Spur zu sein. Den will er nun aufdecken und die betreffenden Leute zur Sprache stellen. Zur Rechenschaft ziehen. Also Ihre Argumentation ist also wie ist sie? Ein Abschied auf Raten tut ja noch nur. Bedank dich lieber bei mir, dass ich dir den Kopf gesägt? Ich habe auch einen so einen Scheiß erzählt. Nö, was tippst du denn da? Na, ich mache Werbung für unsere Social Network. Für wen? Gockel. Was? Ach so, dann weißt du ja auch, dass Gunther glücklich verliebt ist. Kannst du ihn einfach einmal sagen? Sag ihn doch einfach. Bei mir muss es rausflutschen und du. Bitte. Und sonst? Ach, ich weiß, ich habe so ein Darmleiden zurzeit und es zwickt dauernd. Also ich aber weiß, deine Mutter hat dir doch immer diese Tropfen mitgegeben. Ja, Schwedengold. Ja. Oh, es hilft nicht. Ich nehme schon 2 Löffel Schwedengold. Aber, ich habe hier noch einen Jägermeister. Warte mal. Ja. Den hat mir vorhin mein Stellvertreter mitgegeben. Ja. Sabine, okay? Ja. Danke, ich bin es durch. Gibt es denn schon Reaktionen auf den Artikel? Ich wollte weiter. Kennst du dich selbst mit den Journalisten? Früher, da konnte ich den Text aus dem FF und jetzt, im Alter, lässt das Gehirn nach. Das ist mir bei Ihnen noch gar nicht so aufgefallen. Wie läuft es denn eigentlich mit dem Training von Herrn Ebinger? Hervorragend. Einmal Knüppel mit Gerümpel. Wie lagen wir denn jetzt? Ich glaube. Ja, du oben. Ich bin ja, nicht so. Ich lag oben. Ja, ich immer unten. Das ist scheiße. Geht mir so auf den Sack. Ich meine, der ist ja jetzt. Was ist er? Scheißendreck. Ja, aber dass sie so weit geht, sich vorzustellen. Sie rauben mir alle Allüren. Alle. Wenn Sie sich weiter gegen das Literaturfestival schießen. Schießen. Das ist ja merkwürdig. Nee. Mein Problem ist, ich brauche einen Tipp, mich kurz zu fassen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Bitte. Wie kommen Sie darauf? Einige Hersteller, pharmazeutische, nee. Ich finde es nicht fair, dass Buck hier weiterhin mit der Wut auf seine Schwester rumläuft. Was? Er glaubt einem Komplott. Gockel. Was? Ach so, dann weißt du ja auch, dass Gunther glücklich verliebt ist. Kannst du ihn einfach einmal sagen? Sag ihn doch einfach.
Bei mir muss es rausflutschen und du. Bitte. Und sonst? Ach, ich weiß, ich habe so ein Darmleiden zurzeit und es zwickt auch. Der Minenbetreiber auf der Spur zu sein. Den will er nun aufdecken und die betreffenden Leute zur Sprache stellen. Zur Rechenschaft ziehen. Also Ihre Argumentation ist also, wie ist sie? Ein Abschied auf Raten tut ja noch nur... Bedank dich lieber bei mir, dass ich dir den Kopf gesägt... Gesägt? Ich habe auch einen so einen Scheiß erzählt. Nö, was tippst du denn da? Na, ich mache Werbung. Für unsere Social Network. Für wen? Also, ich aber weiß, deine Mutter hat dir doch immer diese Tropfen mitgegeben. Ja, Schwedengold. Ja. Oh, es hilft nicht. Ich nehme schon 2 Löffel Schwedengold. Aber, ich habe hier noch einen Jägermeister. Warte mal. Ja. Den hat mir vorhin dein Stellvertreter mitgegeben. Ja. Sabine, okay? Ja. Danke, ich bin jetzt durch. Gibt es denn schon Reaktionen auf den Artikel? Ich wollte weiter. Hätte ich selbst mit den Journalisten? Früher, da konnte ich den Text aus dem FF und jetzt, im Alter, lässt das Gehirn nach. Ja, ist mir bei Ihnen noch gar nicht so aufgefallen. Wie läuft es denn eigentlich mit dem Training von Herrn Ebing? Madeleine hat den ganzen Tag Sponsor. Ich kann in Ruhe dabei bleiben. Aber ist scheiße. Ich hatte gehofft, einen Buchladen zu finden, der mich gebrauchen kann. Ja, tut mir leid. Was soll's? Ich kann es mir nicht leisten, bayerisch zu sein. Das war eine wunderbare Idee von mir. Mhm. Nein, von dir. Und jetzt? Erklär deinem Hengst doch einfach mal, wie so eine Samenentnahme abläuft. Ja, danach bespringt er freiwillig garantiert jede Spute. Es sputet sich auf die Stute.